Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Vögeln. Battleground, Battle-Pupke. Einfach. Hallo. Player Unknown Grounds Battle Player. Wir sind so die richtigen Profis, wie ihr auch schon in der letzten Folge gesehen habt. Ja. Aber wir waren immerhin Rang 19, das gilt es jetzt zu überbieten. Ich gehe mal auf Ready. Ja, ich bin auch schon auf Ready gegangen. Da geht's ja auch schon los. Die Vögel, wie das ist ja auch. Man sieht ja auch einfach nicht, wer so in diesem Game ist. Also die wissen gar nicht, was denen so blüht. Geil eigentlich, das könnte mein neuer Spruch werden für dieses Format. Jetzt wird eine Runde gevögelt. Player Unknowns Battlegrounds, meine Damen und Herren. Das ist korrekt. Ja. Hier kann man eigentlich auch loslaufen bei dieser Testphase, sich verprügeln oder auch ganz gerne mal eine Waffe irgendwo looten und schießen. Ich weiß gar nicht, wo diese Waffen herkommen, immer. Keine Ahnung. Ja, ich habe mir jetzt hier eine Uzi geholt. Also, ich gehe mal hier. Hier ist ein Keller. Ich gehe mal in den Keller hier. Und jetzt schieße ich auf dich. Arschloch. Boah. Geil. Ja, wie lange brauchst du denn zum Nachladen, Junge? Das mache ich in 2 Sekunden im Real Life. Da seht ihr mal meine Skills. Ich schieß trotzdem einfach weiter, obwohl es leer ist. Weil ich einfach gut bin. So, das Flugzeug brennt mal direkt bei mir. Ja, bei mir auch. Ich weiß auch nicht, was das ist. Okay, wo fliegen wir lang? Fliegen da auf die Insel zu. Sollen wir auf die Insel oder schon vorher runter? Ich weiß nicht, wie wir sonst da rüberkommen, ne? Kann man schwimmen in dem Spiel? Keine Ahnung. Kann schwimmen, ja. Ich bin ja mal geschwommen, als du in diesem Wasser gelandet bist und abgestürzt bist. Sollen wir hier bei den Feldern einfach landen? Bei welchen? Hier unter uns. Und dann in dieses Felddorf gehen, was so ein bisschen rechts komm, ist. Komm, wir probieren's. Ich bin raus. Ja, auch. Felddorf. Ich folge dir jetzt, wo auch immer du hinten liegst. Ach da, okay. Wir haben auch bald natürlich für alle Dörfer eigene Namen. Das hier ist Felddorf. Ja. Ist ganz klar. Wir müssen gleich mal gucken, ob uns jemand folgt. Da ist ja auch einer von den Vögeln noch geboren in Felddorf. Der kommt quasi nach Hause. Mit dem Fallschirm. Aber Mama! Ja. I'm back! Und dann merkt er, dass der Hof verlassen ist und niemand mehr lebt. Ich habe keinen jetzt gesehen. Ich lande mitten im Hof. Ja, ich auch. Ich habe keinen gesehen zwischen uns. Das heißt, zwischen uns. Da hinten landen noch direkt einer. Verprügeln, direkt verprügeln. Ja, ich renne zu einem anderen. Scheiße, der ist aber in die Lagerhalle und zwar vor mir. Ich hab ihn! Verprügelt! Ich weiß aber nicht, wie ich den erschieße. Hast du eine Waffe? Hinter mir, vor mir läuft einer lang. Der hat eine Machete. Dreh dich um, dreh dich um! Oh Gott, ich bin direkt tot. Alter, wieso mach ich kein Damage? Ich bin direkt draufgegangen. Ich habe aber einen Kill, warum auch immer. Fuck, Mann, er hat eine fucking Waffe, ey. Alter, fick den! Ich kann halt nichts machen, ich liege am Boden und kann nichts machen. Ey, wieso macht man denn kein Damage mit dieser Fackel? Ich seh, wie du den hinterher rennst. Ich hab ihn! Fick sehr den. Gut. Du lebst noch, oder was? Ja, ich krieche gerade, weil man stirbt ja nicht direkt. Man ich versuch dir irgendwas zu finden. Ich versuch dir irgendwas zu finden. Irgendwelche Heilsachen. Ja, ich krieche quasi gerade in dieses Lager rein. Versteck dich einfach. Neos Mantel sehe. Hier ist nix, hier sind nur Hosen. Aber ich kann mich auch nicht raggen. Ja, du brauchst von mir irgendwas. Ich sterbe gerade. Ja, ja, du brauchst von mir erste Hilfe. Warte mal, hier. Ich habe zumindest einen Verband. Spät, ich bin tot. Was? Fuck, ja. Mann, fuck. Mein Team bleibt, ist ja schön. Beobachten.
Dann guck ich mir mal an, was du da für ein Chaos machst. Was tut mir der so verbannt? Er hielt mich ein bisschen, oder was? Alter, wie ich den verprügelt habe. Das hat aber 100 Jahre gedauert. Richtig dumm. So, ich habe jetzt alle Verbände benutzt. Ah, hier eine Brechstange, das ist doch meine Waffe. Oh, Scheiße! Direkt die Granate geworfen. Ich war mit der Brechstange. Alter, hier gibt's nichts in diesem Haus, nix. Also unten in der Halle war auf jeden Fall was. Oh, hier ist gleich rote Zone bei dir. Oh, Scheiße, ich bin aber wirklich genau am Rand. Was ist denn das für ein Haus? Also im Lager, wo ich elendig krepiert bin. Da muss da irgendwo was sein, ey. War was auf jeden Fall. Wo bist du krepiert? Da in dem Lagerhaus drin. Geradeaus. Schatzjacken. Ich glaube, hier bin ich dem anderen hinterher. Das hat ja schon gelootet alles. Bisschen Muni. Alter, jetzt wird es hier nämlich beschossen neben mir. Helm. Alter, ich hab doch gar keine Chance, ey. Ich hab nix, finde ich hier. Dieses fuck Felddorf, hier gibt's aber nix. Wo bist du krepiert? Ja, da in dem Lagerhaus, wo du gerade drin warst, da vorne. Ja gut, da war ich aber schon. Da ist noch eine Tür zu. Ich kann hier nicht mit einer Brechstange durch. Die Walachei. Es gibt nichts. Alles schon gelootet. Muss woanders hin. Da ist ein Rucksack. Nee, Medikit. Den hätte ich gebraucht. Ja. Ist hier wenigstens ein Fahrzeug? Das auch nicht. Ja, dann gucke ich wenigstens noch den Loot von ihm. Der hatte wenigstens eine Waffe, der hatte, glaube ich, aber keine Muni mehr. Das war sein Problem. Die liegt hier. Das habe ich alles schon. So, warte mal. Jetzt habe ich wenigstens eine Pistole ohne Muni. Brechstange ist 4? Okay. Kannst du den Jeep da nicht nehmen? Ah, nee, der platte Reifen, ne? Ja, hier ist nix. Den Trecker vielleicht. Rechts war noch Loot, aber die hatte auch, glaube ich, nix, die alte. Okay, in welche Richtung muss ich? Müssen die? Ja, Leute, sorry, ey. Das war natürlich jetzt. Der ist Royal direkt draufgegangen. Was? In 10 Sekunden schon? Du Scheiße. Ja, aber du bist gleich da. Vor allem geht's auf die Insel. Und ich hab ein Brecheisen! Wenn ja, das nicht die besten Voraussetzungen. Military Base, da war bestimmt gar nichts zu looten in der Military Base. Du mit deiner Brechstange, ey. Da hinten ist schon einer, ich sehe einen. Siehst du ihn? Ja. Aha, der hat Angst von mir. Brechstange, Junge, pass mal auf. Wenn der wüsste, ey. Ich schon alles erlebt habe. Ja, von den zwei lustigen Dreien ist ja nur noch einer übrig. Ist ein bisschen schade. Hier wird's nämlich jetzt richtig kritisch. Weil die jetzt alle über die Brücke wollen, logischerweise. Man muss halt gucken, dass du wenigstens eine Waffe kriegst, ne? Ja. Ah! Ja. Sehr gut. So, warte mal. 3. Ich hab dafür nix. Scroll mal weiter, vielleicht ist der auf einem anderen Slot. Da jetzt. Ja, das ist die 1911er. Du hast erst, wenn du I drückst, ne?
Da ist noch Munition dafür. Ich glaube, du hast irgend so ein Scope vorhin. Scope, Schalldämpfer habe ich. Rotpunktvisier. Ja, das kannst du alles draufziehen in den Slots bei der Waffe. Mit dem Rotpunktvisier kannst du besser zielen. Das ist, bin ich ja schon perfekt ausgerüstet. Alter, wie komme ich jetzt hier bitte über diese Scheiße, ohne dass ich draufgehe, ey? Mit dem Auto. Bleibt mir ja nichts übrig hier. Da ist ein Motorrad. Hat einer abgestellt. Der hat auch keinen Bock, mit dem Motorrad darüber zu fahren. Da hinten ist einer. Ich nehm das jetzt und nimm die Beine in die Hand. Scheiß der Hund drauf, Alter. Die werden Fallen gestellt haben auf dieser Brücke. Aber ich mach's trotzdem. Ich fahr Schlangenlinien, dass mich keiner sieht. Dass mich keiner sieht, vor allem. Oh, wir sind drüben, Alter. Man hält ja schön im Schatten an. Ist wichtig. Die Sonne ist nämlich, macht Damage. Das ist wichtig einfach. Die Frage ist, wo gehe ich hier überhaupt hin? Ach du Scheiße. Militärbase oder was? Wir gucken uns mal da oben um. Ich wette, hier liegen so viele Leute in der Gegend rum, die hier am Scopen sind. Ja, am besten bleibst du dann ganz oben einfach stehen. Hallo! Echt? So Gandalf-mäßig. Ich höre schon wieder irgendwas. Ja, das ist irgend so ein Flieger, der wieder was droppt. Da. Oben. Der sollte mir mal was droppen, ey. Was, eine richtig krasse Plasmakanone oder so. Wo sind die denn alle? Du musst dich langsam beeilen. Du musst ins Weiße rein, ne? Was? Ich dachte, ich bin im Weißen. Ich bin doch im Weißen. Ach, du bist im Weißen. Okay. Ich sehe dich nämlich nicht auf der Map, wenn ich Map drücke. Ich habe wieder irgendwas gehört. Das gefällt mir hier einfach nicht. Rein optisch auch. Da oben ist so ein Haus. Soll ich da hin? Vielleicht gibt's da noch richtig geile Waffen. Das ist auf jeden Fall noch die Tür zu. Vielleicht war hier noch niemand. Oder ist es eine Falle? Damit muss man immer rechnen. Aber ich rechne mit allem. Aha. Ich mache hinter mir die Tür wieder zu. Ich bin ein Profi. So, was haben wir hier? Erstmal auf den Boden gucken. Rucksack habe ich schon. Da! Schnellfeuerwaffe haben wir doch. Jetzt können wir uns hier gemütlich mal eine Runde fernsehen, dass sich der Bereich verkleinert. Habe ich eigentlich Erste-Hilfe-Koffer? Ja, ne? Ich habe einen Erste-Hilfe-Koffer, das ist gut. Hier ist noch ein Rucksack. Schrotflinte. Oh, jetzt kann mir ja nichts mehr passieren. Hier noch Polizeiweste an, mein Lieber, jetzt geht's los. Laden wir die mal direkt durch. Ach, sogar 4 Schuss. 6, 5. Alter, richtig gut. Oh, nee. Ah, das Schlafzimmer. Wie bei mir zu Hause, Alter. Geht's hier nicht hoch? Das ist natürlich gut.
In 2 Minuten. Ich guck nochmal die Map an. Ich bin aber, guck mal, wie ich auf der Kante bin, Alter. Ich bin sowas von auf der Kante. Ich seh's nicht. Ich bin genau auf dieser Kante. Ich muss in die Richtung. Hier kann mir nichts passieren, in dem Raum. Im Schlafzimmer kann mir nichts passieren. Hier kann mir was passieren. Ja, willst du jetzt in dem Haus da bleiben, oder was? Nee, ich warte aber, glaube ich, bis das Blaue da ist. Weil vielleicht kommt hier auch jemand rein, der Zuflucht sucht. Und dann stehe ich nämlich hier. Schießt du da und zur Eingangstür zielst du dann, oder wie? Ja. Weiß ich nicht, das ist offen. Auf. Anfällig für blockiert. So, und dann liegt er jetzt einfach. Mit der Schrotflinte im Anschlag. Und zeigt dir mal, wo der Hammer hängt. Die blaue, das blaue, wann ist denn das da? Das müsste jetzt gleich kommen, ne? Ja. Wobei, es dauert auch noch eine Minute. Ach komm, dann gehen wir jetzt hier raus. Gehen wir weiter Richtung, da ist ja noch ein Schuppen. Dann gehen wir hier raus. Um aufzuschleichen, will ich noch voll drin. Viermal Sucher. Ich habe überhaupt keine Waffe dafür. Ich würde die andere Kanone nehmen. Du hast einen Revolver genommen, aber du hast deine 1911er fallen lassen. Die 1911er mit Schalldämpfer war natürlich besser. Ja, das heißt, kann ich den irgendwo... Nee, den kann ich nur... Wird ja dann angezeigt, ne? Da drüben ist eine Polarjacke, die schützt auch ein bisschen mehr als ein T-Shirt. Geil. Natürlich bei den Sommerverhältnissen auch richtig clever, aber hey. Ich glaube, das ist ein Russland-Spiel, das von daher alles gut. Okay, jetzt verkleinert sich der Spielbereich. Wir gucken uns das auf der Map an. Da kommt er. Wir sind genau an der scheiß Grenze, Alter. Habe ich eigentlich einen Kill? Steht das irgendwo? Normalerweise steht neben dem 32 am Leben, dass du einen Kill hast. Also. Okay, da habe ich keinen. Ah, ich hab doch einen gekillt. Ich hab doch den mit dem... Mit der, ja, oder drück mal Inventar oder sowas. Nee. Doch, einen getötet habe ich. Einen getötet. Ich hab das Gefühl... Komm hier gleich. Ich weiß noch nicht, was dieser blaue Balken heißt. Links Control. Man kann nämlich auch... aufhören zu atmen. Was das bringt, weiß ich allerdings nicht. Doch, dass wenn man zielt mit einer Sniper, dann... Okay. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Geht wahrscheinlich dann nur, wenn man einen Sniper hat oder so. Ja, wenn du das 4-Punkt-Visier auf eine Waffe packst, dann machst du zweimal Rechtsklick und dann zielt er durch das Visier. So, jetzt auf die Map. Ja, kommt jetzt. Von immer näher. Die Brücke ist jetzt schon... Also, sie müssen jetzt schon auf der Insel sein, die Leute. So gut wie... Ich habe auch einen getötet tatsächlich, wenn ich auf M drücke. Trotzdem draufgegangen, ey, fuck. Schleicht er wie so ein Zombie aus dem Haus raus, ey. Schildergranate. Falls es eng wird, bringe ich mich hier drin selber um. Ja, jetzt kommt der blaue Bereich. Also ich denke, kommt jetzt keiner mehr von der Seite. Das wäre doch sehr arg. Da kommt es. Da kommt es. Und es bleibt genau hier stehen. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Ja. Ich höre ein Auto. Ne, ist ein Flieger. Oder? Ich habe Angst. Ja, ist ein Flieger irgendwo. So, was sagt mir denn jetzt? Ach du Scheiße. Wir müssen jetzt diese Scheiße. Wir müssen jetzt über die Militärbase. Da ist einer. Ja. Mehrere. Scheiße. Aber mit der Schrotflinte würde ich auf gar keinen Fall schießen. Oder aus. Da versteckt er sich erstmal. Ich habe keine Chance, ey. Die sind zu zweit. Ich
dümpel hier immer noch alleine rum, weil mein Partner ja direkt ja gestorben ist. Ja, ich habe auch echt Spaß gerade bei der Folge. Du willst jetzt lieber den Revolver nehmen, oder was? Nee, ja, diese mit Schalldämpfer, die Kanone die von dir. Hast du das Rotpunktvisier dran gemacht? Es ist nicht mehr geladen, nur weil ich hier runtergeworfen habe. Ich fühle mich wie der Hobbit, ey, ganz ehrlich. Der irgendwie hier durch die Ork-Horden sich dümpeln muss. Da hinten versteckt sich einer geradeaus hinterm Busch, oder? Das sieht nur so aus dem Grafikbug, glaube ich, oder? Ist das nicht einer? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Nee, ist ein Grafik-Dings. Keine Ahnung. Ich dachte, es wäre einer gewesen. Ich renne jetzt rüber. Zack, Headshot, Sniper, weg. Egal, guck mal, der verkleinert sich in 30 Sekunden. Ich muss hier weg. Stimmt. Puh. Ja, so fühle ich mich auch. Leider ein bisschen mit dir, muss ich sagen, gerade. 10 Sekunden, Alter, was ist denn da? Warum geht das jetzt noch viel schneller? Ja, damit die Runde mal ein Ende hat. Damit solche Opfer wie ich auch mal wieder zocken können. Alter, ich werde jetzt sterben einfach. Warum? Das schaffst du auch easy. Nein, das schaffe ich überhaupt nicht easy. Du bist doch in der Military Base und der weiße Kreis doch einfach geradeaus, oder nicht? Ja, ist noch weit weg. Ich sehe noch nicht mal diesen... Da. Jetzt sehe ich den Anfang auf der Map. Was ist denn das hier? Da, jetzt wird schon geschossen. Ich renne hier quer drüber, ey. Richtig dumm. Ja, musst du ja. Was sollst du machen? Scheiße, was sind das für Deckel hier? Das sind so gekocht, Raketen. Oder was? Da kommen Raketen raus und so. Kombüse hier oder was? Da ist einer vor dir. Schieß! Ja, ich. Zwei! Alter, hab ich nur 7 Schuss oder was? Rechts von dir ist einer. Ja, ich weiß! Was soll ich denn tun? Ich. Kacke, Mann! 15. Wir haben uns auch um 4 Plätze verbessert. Du hast dich um 4 Plätze verbessert. Wir, aber das ist ein Team. Ach, scheiße, ey, die waren halt zu zweit. Und ich habe versucht, den Kopf im Kopf, naja. Ja, liebe Leute, diese Runde geht also auch vorbei, ohne dass wir Erster werden. Aber ich sage euch, irgendwann wird es. Da kommt der Kreis. Da kam der Kreis. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Mach's gut. Ja, bis dann.